Ich werde mir auch eine Flasche Wasser für Augenspülungen bereithalten. Und was befürchten Sie? Angenommen, es wird aus irgendeinem Grunde Tränengas eingesetzt, was ich ja nicht weiß und was ich auch nicht hoffe, dann ist das hilfreich. Auf der einen Seite versuche ich mich nicht verrückt zu machen. Ich versuche das auszublenden, was passieren könnte und wie viele tausende Menschen von welchem Lager auch immer irgendwas machen. Man versucht sich eher auf den Einsatz im Speziellen zu konzentrieren, auf die Aufgabe, die man dort bekommt. Wir halten fest, dass die Stadtverwaltung uns sagt, für die Menschenkette ist durch die anderen angemeldeten, genauer gesagt die rechtsextremistischen Demonstrationen, weder räumlich noch zeitlich gefährdet. Beschreiben Sie mir doch mal, welche Bilder Sie sich da so vorstellen. Können Sie sich vorstellen, dass wir die Meute Nazis an einem Gitter langführen und dann in einer übergroßen Anzahl von uns nicht mehr zu differenzierenden Gegendemonstranten? Kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben anhand dieser Vorüberlegung auch über Sicherheitsfragen und über Formulierungen, wie wir Gewaltfreiheit sichern wollen, nachgedacht und wie unser Aufruf dann aussehen soll. Von unserer beider Seite wird natürlich keine Gewalt angewandt. Das haben wir weder 89 am Hauptbahnhof getan, noch haben wir es vor 2 Jahren in unserer Blockade am Albertplatz getan. Und wir werden es auch heute nicht tun. Aber die Nazis sollen wissen, dass sie in dieser Stadt nicht nur unerwünscht sind, sondern dass wir sie rauswerfen wollen. Also wenn von einer Versammlung oder von einer Gegenversammlung Gefahr ausgeht, bei der die eine oder die andere oder dritte in Mitleidenschaft gezogen werden können, dann haben wir das zu verhindern. Wir haben alle gehört, dass das durch möglichst große Transparenz unterstrichen werden sollte. Also ich habe da auch keinen Widerspruch jetzt hier gehört. Ich habe gehofft, dass nichts passiert, dass alles friedlich ist. Bis jetzt ist auch alles friedlich gewesen. Wir versuchen uns, oder ich versuche mich da immer auf den Tag zu konzentrieren, auf unsere Aufgabe. Und bis jetzt war alles ruhig und das ist auch gut so.